Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoner's War. Und wie ihr am Titel des Videos und an diesem wundervoll gestalteten Bildschirm hier erkennen könnt, möchte ich mich in die Riege der YouTuber einreihen, die schon über diesen kommenden Balancing-Patch gesprochen haben und möchte mit euch mal ein paar von diesen Dingen hier durchgehen. Sachen, die mir aufgefallen sind, die mir wichtig sind irgendwie. Weil sie wirklich einen großen Einfluss aufs Spiel haben könnten, meiner Meinung nach. Aber gehen wir einfach mal von oben nach unten durch und schauen uns mal an, was hier genau gemacht wird. Also, es geht hauptsächlich in diesem Patch eigentlich, das heißt hauptsächlich eigentlich zu 99% darum, dass einige Einheiten einen Buff bekommen haben, beziehungsweise eine Veränderung, die scheinbar ein Buff ist. Müssen wir abwarten, das hängt von ein paar so Sachen ab. Wovon es so abhängt, das sieht man eigentlich bei dem ersten direkt, bei der Änderung, die hier für die Feuerwalkyrie stattgefunden hat. Und zwar Rückkehr des Kriegers wird jetzt Rückkehr des Kriegers passiv, also es wird ein passiver Skill, man muss den nicht mehr benutzen, sondern der passiert passiv. Was erstmal den Vorteil hat, dass man quasi eine Runde spart, ne? Also man muss in seiner Runde den Skill nicht benutzen, sondern der funktioniert halt auch, wenn man... Also passiv halt, ne? Also ohne, dass man draufklicken muss und die Runde verschwendet. Das ist erstmal eine ganz gute Sache. Vorher war es so, wenn man die Rückkehr des Kriegers benutzt hat, hat man einen Verbündeten wiederbelebt mit 30% HP. Und der hat hat nochmal einen Buff bekommen. Für die nächsten zwei Runden hat er immer 15% HP pro Runde erholt. Entschuldigung. Ich habe irgendwie... Na, kein Kloß. Irgendwie habe ich was im Hals, keine Ahnung. Ravioli. Ich habe Ravioli gegessen. Ich gehöre zur Ravioli-Armee, versteht? Egal. Danach, also nach dem Patch wird es so sein, dass dieser passive Skill einen Verbündeten mit 30% wiederbelebt, wie es vorher schon war, wenn er stirbt. Das heißt also, so wie ich das verstehe, ist das auch so, wenn man, also das passiert nicht erst, wenn die Feuerwalkyrie dran ist, sondern in dem Moment, wo ein Verbündeter stirbt, wird er direkt wiederbelebt mit 30% HP. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei Pirna. Ja, die stirbt und wird wiederbelebt, nur dass die halt mit voller HP wiederkommt. Derjenige hier kommt aber mit 30% HP wieder. Und da sind wir schon bei einer Sache, die für diesen Skill hier interessant ist. Wenn ich jetzt Pirna habe zum Beispiel und die Feuerwalkyrie und Pirna stirbt, triggert dann erst dieser Passive von der Feuerwalkyrie oder triggert zuerst der von Pirna? Also kommt Pirna mit 30% HP wieder und wenn sie dann nochmal getötet wird, wieder mit 100% bei ihrer kommt, oder ist es umgedreht? Oder triggern beide und einer überschreibt den anderen, was das Dümmste von allen wäre. Das ist so eine Sache, das müsste man... die Ravioli. Das müsste man dann tatsächlich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und... er bekommt dann, also der Wiederbelebte bekommt eine Angriffskraft-Buff, das ist ganz nett. Was aber noch wichtig ist, hat der Passive hier, also wie hoch ist der Cooldown? Also die Stärke dieses Buffs, wenn es ein Buff ist, hängt für meine Meinung nach stark davon ab, wie hoch der Cooldown auf diesem passiven Skill ist. Also bei Pirna ist ja auch ein passiver Skill mit dem Wiederbeleben, mit einem relativ hohen Cooldown. So, und da hier quasi nur 30% HP wieder kommt, müsste man eigentlich sagen, es dürfte nur ein Drittel des Cooldowns von Pirna haben, damit es vergleichbar wäre. Vielleicht, also wie viel ist es bei Pirna mit Skill-Ups? Ich glaube 10 Runden oder so oder 8 Runden. Also wenn es hier 3 oder 4 Runden Cooldown hätte mit Skill-Ups, wäre es okay. Wäre immer noch recht hoch, aber da könnte man mal ein paar so Sachen probieren. Okay, genug dazu. Also, da haben alle nach einem Buff geschrien. Ich gehe davon aus, dass es eine Verbesserung zu vorher sein wird. Sonst hätten sie sich hier selbst ins Bein geschossen und dem Ruf der Community quasi entgegengewirkt. Okay. Da fällt mir ein. Liebes Gildenmitglied von mir liegt im Krankenhaus. Nele, ein Gruß von mir. Gute Besserung. Okay, gehen wir zum Affenkönig, Wasser. Alter Ego-Angriff. Der Effekt wurde auch verändert. Und zwar war der vorher, verringert die Abklingzeit um eine Runde, wenn der Angriff mehr als dreimal als kritischer Treffer landet. Also dieser Alter Ego-Angriff macht, glaube ich, 5 oder 6 Attacken.
Und wenn drei oder mehr davon kritten, ist die Abklingzeit eine Runde weniger. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Abklingzeit war. Ich glaube 4 Runden oder so. Und dann ist er halt nur 3 Runden. So war es vorher, wenn ich so ungefähr. Nach dem Buff oder nach der Veränderung wird es, entfernt die positiven Effekte des Gegners mit einer Chance von 50%, wenn der Angriff als kritischer Treffer landet. Das heißt, wenn man die Formulierungen hier miteinander vergleicht, heißt das, dass der Alter Ego-Angriff besteht aus mehreren Angriffen. Und wenn so verstehe ich die beiden Formulierungen, wenn man sie zusammenfügt. Das heißt, wenn einer dieser mehreren Angriffe ein Crit wird, werden alle positiven Effekte des Gegners mit einer Chance von 50% entfernt. Also Crit, nichts passiert. Crit, alle Effekte werden entfernt. Crit, nichts passiert, weil es sind ja keine mehr da. Zum Beispiel. Oder Crit, nichts passiert, Crit, alle Effekte werden entfernt. Wenn man das zum Beispiel, und das finde ich eine sehr, sehr krasse Sache, wenn man das zum Beispiel gegen einen Theomars verwendet, dann ist es so, du haust mit dem, meinetwegen mit dem ersten oder zweiten Angriff, haust du Theo in sein Second Life, mit dem zweiten entfernst du seinen Schutzbuff und mit dem dritten haust du ihn um. Das heißt, das ist der absolute Theo-Killer. Also, wir gucken mal ganz kurz rein, wie viele Angriffe das sind. Weil das ist ja wichtig, aber das wird definitiv ein ziemlicher Theo-Killer werden. Für jeden, der diesen Affen hat. Ich meine, den muss man natürlich auch erstmal haben, aber viele haben den. Viele Endgame-Spieler und benutzen den zwar, aber nicht so sehr im PvP und das wird es so ein bisschen auch PvP-lastiger. So, gucken wir mal. Ruf dein alter Ego, das den Gegner 4-mal attackiert. Gib dir eine Runde Unbesiegbarkeit und 2 Runden lang Immunität. Das wird nicht verändert, ja? Das bleibt. Trifft dieser Angriff 3-mal oder häufiger kritisch, wird die Abklingzeit dieser Fertigkeit um eine Runde reduziert. So. Das heißt also, der haut 4-mal drauf. Das heißt, er muss einfach nur entweder auf einen Theo benutzt werden, der schon im Second Life ist. Oder fast im Second Life ist. Ne? Und dann kannst du dir sicher sein, dass du Theo, oder relativ sicher sein, dass du Theo damit erledigst. Und, das kann man jetzt natürlich noch nicht sehen, es kann ja sein, dass die Chance zum Beispiel, Effekte des Gegners mit einer Chance von 50%, das hier kann ja zum Beispiel auch durch Skill-Ups noch erhöht werden. Könnte passieren, ja. Das müssen wir mal schauen. Okay. Der Bestienmönch, Wasser und Dunkel, verteidigen. Also, der Bestienmönch, Wasser, der, ich finde den persönlich jetzt schon ganz gut. Aber er bekommt hier einen Buff, der ihn meiner Meinung nach auch für PvP quasi noch besser macht. Also ich habe das Gefühl, dass die ganzen Modifikationen hier alle Richtung RTA, Richtung Weltarena gehen. Ne? Also irgendwie mehr Richtung PvP zeigen. Also hinzugefügter Effekt. Ich erkläre es mal kurz, was dieser Bestienmönch-Effekt macht. Der macht einen Buff auf einen Verbündeten. Und immer wenn der Verbündete angegriffen wird, wird der Schaden, den der Verbündete bekommen würde, genommen, halbiert und dann bekommt er, der Bestienmönch, den halben Schaden. Und der angegriffen wurde, bekommt gar keinen Schaden. Das heißt also, meinetwegen, der Bestienmönch bufft einen mit diesem Skill, derjenige, der angegriffen wird, würde meinetwegen 10.000 Damage bekommen, dann bekommt der nix, aber der Bestienmönch 5.000 Damage. So funktioniert das bis jetzt. Und jetzt wird noch was obendrauf hinzugefügt, und zwar Gegenangriff auf das gegnerische Ziel, das den eskortierten Verbündeten angegriffen hat, mit einer Chance von 100%, wenn dem eskortierten Verbündeten Schaden zugefügt wird. Also der Bestienmönch bekommt dann quasi nicht nur bekommt dann die Hälfte des Schadens, von dem der angegriffen wird, und macht dann auch noch einen Gegenangriff. Also haut denjenigen, der angegriffen hat, zurück. Und das finde ich richtig krass. Also ich könnte mir vorstellen, Bestienmönch dann zum Beispiel auf Qual ruhen und dann jedes Mal, wenn der Gegenangriff macht, hast du halt noch eine Chance zu stunnen. So, als Beispiel jetzt. Man kann natürlich auch andere Dinge machen, also keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die nochmal dem Bestienmönch nochmal eine Facette gibt, wo viele Leute
mitspielen könnten. Muss einen Schluck trinken. Ich habe immer noch die Ravioli im Hals, tut mir leid. Okay. Höllendame Feuer. Bei der Höllendame, das. Also Höllendame Feuer, Panda, Höllendame Feuer, okay. Hinzugefügter Effekt. Wird eine Runde lang immun gegen den Tod, wenn du den Feind besiegst. Bei Seelenvernichter. Ich habe mit der Höllendame Feuer nicht viel Erfahrung. Und das hat natürlich einen Grund, warum ich da keine Erfahrung habe. Man sieht die kaum. Also gehe ich mal davon aus, dass der Buff dringend nötig ist. Man sieht halt viel die Wasserhöllendame, klar. Die Windhöllendame siehst du viel im PvP mit ihren ganzen Stuns und dem ganzen Gedön. Aber die Feuerhöllendame sehe ich jetzt nicht so oft wie die anderen beiden. Sieht man schon hin und wieder, aber nicht so. Also denke ich mal, der Buff wird auf jeden Fall ganz gut für sie sein. Der Panda-Krieger im Dunkel. Okay, den haben jetzt wahrscheinlich so wenige, das überspringen wir mal. Brownie Magier Darkness. Den kann man schon eher haben, sind 104. Da wird ein Effekt geändert. Entfernt schädliche Effekte, also der schiefgegangene Güte. Entfernt schädliche Effekte auf den Feind. Jeder Feind wird für die Anzahl der Runden, die der Anzahl der entfernten Effekte entspricht, in den Schlaf versetzt. So war es vorher. Also angenommen, einer hat zwei Buffs, dann werden die entfernt und dafür schläft er dann für zwei Runden. Ne? Aber okay, das wird ja jetzt geändert. Entfernt den schädlichen Effekt und nützlichen Effekt mit einer Chance von 50%. Ne, Moment mal. Anders. Entfernt schädliche Effekte auf den Feinden. Das heißt, wenn die Feinde einen Debuff haben, wird der Debuff entfernt und dafür in Schlaf versetzt. Ist ja blöd. Und dann wird es zu entfernt den schädlichen Effekt und nützlichen Effekt mit einer Chance von 50%. Den schädlichen... Entfernt es dann nur einen von beiden oder alle? Lässt jeden Feind so viele Runden lang schlafen, wie Effekte entfernt wurden. Also es werden nicht nur Debuffs entfernt, sondern auch Buffs entfernt. Aber ich kann hier nicht rauslesen, ob das also alle Debuffs und alle Buffs sind oder nur einer jeweils. Weil ganz ehrlich, die Veränderung wäre... Ich weiß nicht. Also das wäre so minimaler Buff, dass ich glaube, niemand interessieren wird dafür. Kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, okay, das waren jetzt mal so ein paar schnellere. Jetzt kommen wieder zwei Sachen, die ich interessanter finde. Also eine, nämlich die Hafenmagierin. Und Feuer, Wind und Dunkel hat die ja diesen Heilmusik-Skill. Ich erkläre kurz, wie der funktioniert. Also der heilt euch um 20%, glaube ich, ohne Skill-Ups und macht euch für eine Runde immun. Und der bekommt jetzt noch einen Effekt hinzu. Er entfernt zusätzlich alle schädlichen Effekte eines verbündeten Ziels. Und er entfernt und stellt die HP erst wieder her, nachdem schädliche Effekte entfernt wurden. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Heal-Block hat, dann wird der Heal-Block eines Ziel, also darf natürlich, es geht nur um ein Ziel, ne? Wird der Heal-Block auf dem einen Ziel entfernt und dann das Ziel und dann alle Ziele geheilt und alle bekommen Immunität. Jetzt als Beispiel, ne? Das ist auf jeden Fall, das ist ein kleiner Buff, aber ein sehr, 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 sehr nützlicher Buff. Gerade im Gildenkampf. Also ich benutze ja die Feuerhafenmagierin, benutze ich ja zum Beispiel viel im Gildenkampf. Und wenn da einer von den drei einen Heal-Block hat, ist schon scheiße. Weil dann ist der Skill quasi nutzlos. Das ist ja eben jetzt nicht mehr so. Also das ist schon wirklich sehr, sehr nützlicher Buff. Klein, aber nützlich. Bei der Hafenmagierin Wind, Rettungslied, ist eine Passive, verringert die Abklingzeit um 2 Runden von 10 auf 8 Runden. Und dann kommen natürlich noch durch Skill-Ups, werden die Runden natürlich noch weiter reduziert. Also das ist ein ganz einfacher, klarer Buff des Skills. Weiß ich jetzt nicht, ob der so krass ausschlaggebend ist, dass die jetzt das mega nützliche Monster wird, aber ich denke mal, die Tasten sind jetzt hier erstmal so ein bisschen ran. Also das klingt für mich wie
die braucht einen Buff, wir wollen es aber nicht zu krass machen, lasst uns mal die Abklingzeit verringern, mal gucken, was passiert, ob die benutzt wird. Wenn die immer noch nicht benutzt wird, geben wir später noch einen Buff. So klingt das für mich. Okay, der Feuerhorus. Horus sind, glaube ich, die... Gucken wir schnell. Verwechseln nämlich immer die Horus und die anderen, oder? Zeig euch, was ich meine. 404. Ich verwechsel nämlich immer hier. Die Anubisse und die Horusse verwechsel ich immer, genau. Die Anubisse, das sind hier die Hunde. Und die Horusse, das sind diese, die so ein bisschen aussehen, genau, hier daneben, wie so Vögel, ne? So, und der hier, der Feuer, Horus, da steht's, Horus, der wird jetzt gebufft. Wir gucken uns das mal an, was gemacht wird. Entschuldigung, man muss halt immer hin und her klicken. In der Zwischenzeit kann ich ja mal was nutzen. Es war wieder ein BK und im BK ist ein, also meine Gilde, Sabertooth, ist wirklich die Beste, möchte man sagen. Also im, was ist das für ein Akzent? Beste. Beste? Könnte schwäbisch sein oder badisch oder so. Jetzt werden mir alle Schwaben und Baden auf die Fresse hauen wollen. Jetzt habe ich was gesagt. Egal. Wir sind wirklich, also das ist meine Gilde ist wirklich, wirklich cool und macht auch Spaß, aber einer, der sticht ein bisschen heraus, den möchte ich an der Stelle auch grüßen, Stormy, schönen Gruß. Okay, Feuerhorus. Strategische Unterbindung. War vorher absorbiert 30% des Angriffsbalkens des Gegners. Ne? Also 30% vom Angriffsbalken vom Gegner wird weggenommen und du bekommst den als Feuerhorus dazu. Und das wird jetzt geändert in setzt den Angriffsbalken des Gegners zurück. Also der wird, egal wie hoch er ist, auf 0% zurückgesetzt. Man absorbiert aber nicht mehr. Ne? Also es wird quasi von 60% auf 100% erhöht in der Summe. Also ist vergleichbar mit Barretta. Ne? Barretta setzt den Angriffsbalken des Gegners ja auch zurück mit seinem zweiten. Okay, jetzt der Lich. Feuer und Licht. Krater. Also Licht-Lich haben vielleicht nicht so viele, aber der Feuer-Lich, den haben einige. Und der ist ja jeder, der ein bisschen sich bei YouTube bewegt und auch die englischsprachigen YouTuber zusammen das War guckt, der weiß, dass der Feuer-Lich eine ziemlich krasse Maschine ist in der Weltarena. Und der kriegt noch einen Buff. Die Absorptionsrate des gegnerischen Angriffsbalkens wird bei dem Skill Krater von 15% auf 25% erhöht. Und diese Feuer-Lich... Der hat eine Passive und diese Passive lässt ihn mit einer Chance von, ich glaube, 15% oder sowas, immer dann drankommen, wenn ein Gegner seine Runde beendet hat. Ne? Also ihr habt ja vier Gegner und jedes Mal, wenn einer der gegnerischen Monster seine Skills benutzt hat und fertig ist, besteht eine 15%ige Chance, egal was wer als nächstes dran wäre, dass der Feuerlich dran ist. Ja, und dann... ist der dran und kann auch noch den Angriffsbalken von dem Gegner nochmal um 25% verringern, sodass vielleicht dann ein anderes Monster von dir dran ist, obwohl eigentlich ein Gegner dran gewesen wäre. Also das lässt viel zu. Also dieser Buff, also der Feuerlich ist vorher schon gut gewesen, aber der Buff macht ihn nochmal ein ganz kleines Müh, aber er macht ihn nochmal besser. Also wirklich eine gute Geschichte. Für den Lichtlich gilt dasselbe. Bei dem Lichtlich, der hat aber offensichtlich eine andere Passive. Den kenne ich nicht so gut. Den habe ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen. Hinzugefügt entzieht dem Feind Leben, sobald der Gegner an der Reihe ist, während der unbesiegbare Effekt aktiviert ist. Die gestohlenen HP entspricht 10% deiner Max-HP. Gucken wir uns jetzt nicht an. Ist, glaube ich, zu Sparte, ja, also den Lichtlich zu haben, ist glaube ich erstmal nicht so einfach, auch wenn es nur, ich glaube nur ein Nat 4 ist, und die den haben, die können das jetzt ja sich mal angucken, wie stark der Buff ist, also ich glaube, dass das auch, also so wie ich das verstehe, sind das alles Buffs, also ob denen jetzt der Lichtlich auf einmal viel wert ist oder nicht. Die Wasserundine ist ein fusionierbares Monster, ja, die hat ja einen Retz,
Und der Retz bekommt jetzt noch einen hinzugefügten Effekt, nämlich er gewährt Immunität auf den wiederbelebten Verbündeten für eine Runde. Und ich glaube, dass das dazu führen könnte, dass Anfänger, in Anführungsstrichen, die sich ihr erstes Dragons-Team bauen, was ja tendenziell auf die Tower geht und damit einen Wiederbeleber braucht, dass die tatsächlich mit der Wasserundine mal probieren könnten, ob das jetzt besser funktioniert. Ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sag das mal. Okay, der Würfelmagier Wind, Leben oder Sterben, das ist eine Passive. Das war bis jetzt so, wenn einer stirbt, wird er wiederbelebt. Und jetzt ist es so, wenn der Effekt triggert, werden alle Verbündeten wiederbelebt. Also meinetwegen, vorher war es so, es sind zwei gestorben, der Würfelmagier, also der Effekt hat einen wiederbelebt. Jetzt ist es so, wenn zwei sterben, werden alle wiederbelebt. Oder einer ist tot, der Skill war meinetwegen Cooldown oder was auch immer. Oder war irgendwie durch Tessarion geblockt oder was auch immer. Jetzt stirbt ein anderer, der Skill triggert, das belebt alle Verbündeten wieder. Also das ist auf ein ganz, ganz straighter Buff. Also das ist ganz, ganz cooles Geschichte. So, der Lichthag. Gehen wir jetzt mal nicht durch. Das ist, kann sich jeder mal anschauen. Dazu kann ich jetzt leider nicht so viel sagen, deswegen will ich das jetzt gar nicht so sprechen. Aber was nochmal interessant ist, ist hier der Bearman in Licht. Also, Arman heißt der, glaube ich, erweckt. War vor 2 Jahren oder so, war das einer der Heiler im Spiel, weil er halt mit jedem Crit, den er macht, heilt er. Das ganze Team. Also immer, wenn er crittet, heilt er das ganze Team. Und der wurde irgendwann, glaube ich, genervt. Also die Heilungsmenge wurde runtergesetzt. Es könnte sogar sein, genau, ich glaube, es war vorher sogar auf 20% und wurde auf 12 runtergesetzt oder sowas. Und jetzt setzen sie es wieder hoch. Weil der ist halt an der Versenkung verschwunden seitdem, ne? Aber jetzt mit 20%, wenn ich mir vorstelle, dass man den zum Beispiel auf Gewaltrache mit 100% Crit-Rate hat, so dass der halt massig oft drankommt, dann heilt der, da kann der richtig böse sein, also richtig böse. Schön tanky bauen, schnell bauen, mit Gewaltrache, was der dann losheilen könnte, also... Ganz ehrlich, der hat halt keine Debuffs, deswegen im Raid ist es vielleicht nicht so geil, aber vielleicht als, da müsste man mal probieren, da gibt es auf jeden Fall Einsatzmöglichkeiten, da müsste sich mal einer hinsetzen nach diesem Patch und das mal testen, wo der überall, ich habe den leider nicht gebaut. Müsste man mal testen, wo man den jetzt überall gut einsetzen kann. Also im PvP, also in der Weltarena, RTA, weiß ich nicht. Es ist halt zum Beispiel mit einem Tessarion ist es halt schnell ausgeschaltet, ne? Und wenn das dann der einzige Heiler ist und der ist ausgeschaltet und der kann ja sonst nichts im Prinzip, ne? Dann hast du quasi nur noch 3 Leute, die dir irgendwas bringen. Ne? Weißt du, was ich meine? Wenn der jetzt noch irgendwas könnte und die Passive nur so ein toller Bonus wäre, wäre das was anderes. Aber wir gucken einfach mal, was der. Damit ihr wisst, wovon ich rede. Das ist ein 3-Sterne-Monster hier. So, also der schlägt und provoziert den Feind mit einer Chance von 50% eine Runde lang. Okay, der hat einen Provoke. Ja, kann nützlich sein, kann aber auch störend sein. Er schlägt den Feind, um Schaden zuzufügen. Dieser Angriff fügt mehr Schaden zu, entsprechend deiner Max-HP. Also einfach nur Max-HP Damage. Also eigentlich im PvP kann es sein, dass das null, also dass es nichts wert ist oder nicht viel wert ist. Ne? Ist halt nur ein 3-Sterne-Monster und so weiter und so fort. Und hier regeneriert alle Verbündeten um dann 20% deiner Max-HP. Also seiner Max-HP, wenn du an der Reihe bist und einen kritischen Treffer landest. Was? Und das Wichtige ist auch noch deiner Max-HP, ja? Nicht ihrer Max-HP. Das heißt also, wenn ihr Defense-basierte Monster habt mit etwas weniger HP und er hat massig HP und regeneriert 20% seiner HP auf den anderen Monstern,
ist das richtig wertvoll. Also das ist schon wirklich ein sehr, 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 sehr krasser Skill. Wenn du an der Reihe bist und einen kritischen Level landest. Ach, wenn du an der Reihe bist, guck mal, dann ist das mit der Revenge gar nicht nötig oder möglich, ne? Also Revenge bringt da nichts, weil man muss an der Reihe sein. Ja, und der Provoke, ich meine, wenn das hier ein Defense Break wäre oder ein Cleans oder, Quatsch, nicht Cleans, ein Strip oder ein Heal Break oder sowas, also dass der Gegner sich nicht mehr heilen kann oder irgend sowas, wäre das nochmal was anderes. Ich glaube schon, dass das ist schon, also es ist auf jeden Fall ein Buff, überhaupt keine Frage, aber ich glaube, der Buff ist jetzt nicht so unglaublich mega krass. Okay. Und dann gehen wir mal gucken, was noch wichtig wäre zu besprechen. Neo-Stone-Kämpfer Licht. Kampfgenie passiv, hinzugefügter Effekt, fügt dem gegnerischen Ziel mit jedem Angriff zusätzlichen Schaden zu, der proportional zum absorbierten Schaden ist. Deines Schildes ist. Aha. Deutsch für Anfänger. Tja. Fügt dem gegnerischen Ziel mit jedem Angriff zusätzlichen Schaden zu, der proportional zum absorbierten Schaden deines Schilds ist. Okay, also du hast ein Schild. Du wirst angegriffen, das Schild absorbiert Schaden und du greifst zurück an. Und dann wird der Schaden, den du hinzufügst, nochmal erhöht um den Schaden, der in deinem Schild gelandet. Ganz nett. Also, straight, einfach mehr Damage. Okay. Und hier kommt nochmal was, ich habe es mir noch nicht durchgelesen, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt. Die Minotauren sind durch die Bank weg eigentlich alle nutzlos, meiner Meinung nach. Gucken wir mal, ob hier irgendwas passiert. Also, Feuer und Licht zerhacken. Vorher greift mit einer Axt an und verringert den Angriffsbalken des Ziels um 50%. Zusätzlich wird dein Angriffsbalken um 50% erhöht, wenn du einen kritischen Treffer landest. Das heißt also, selbst wenn die Verringerung des Angriffsbalkens widerstanden wird und du aber gekrittet hast, wird dein Angriffsbalken trotzdem um 50% erhöht. Also das ist nicht wie absorbieren. Absorbieren kann komplett widerstanden werden. Hier kann quasi nur der eine Teil widerstanden werden. Ist schon mal gut. Jetzt wird es aber verändert. Greift mit einer Axt an und senkt den Angriffsbalken des Ziels auf 0. Also egal wie viel er hat, wird auf 0 gesetzt. Zusätzlich wird dein Angriffsbalken proportional zum reduzierten Angriffsbalken erhöht, wenn du einen kritischen Treffer landest. Das heißt also, wenn der Gegner meinetwegen auf 100% war, du setzt den auf 0, wird deiner auf 100% erhöht und du bist nochmal dran. Ist das mal nett. Also, je nachdem, wenn ihr wisst ja, wie die Angriffsbalkenmechanik wirkt, es kann auch sein, dass dann noch jemand zwischen reinkommt, aber es kann auch gut sein, dass du nochmal dran bist. Hier ist aber jetzt das Problem, wenn das widerstanden wird, bekommst du auch keinen Angriffsbalken mehr erhöht, weil du ja den proportional zum reduzierten Angriffsbalken erhöht bekommst. Das heißt also, wenn du den nicht verringerst, weil es widerstanden wird, wird auch nichts erhöht. Das finde ich nicht gut. Ehrlich gesagt. Weil es macht die Veränderung des Angriffsbalkens besser, ja, aber es kann halt widerstanden werden, komplett. Also ist jetzt nicht so ein Buff, wo ich sage, boah, wir gucken uns den Feuerminotaurus mal an, was der noch so kann. Sorry, das Video geht echt länger, als ich gedacht hätte, aber ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man das mal in Ruhe bespricht. So, wo ist er denn, Minotaurus? Da. Okay. Huronto. Der hat ein HP-Lead für Feuerattributmonster von 30%. Naja. So, auf der 3. Stoß. Läuft dem Feind entgegen, um anzugreifen und alle vorteiligen Effekte zu entfernen. Betäubt den Feind eine Runde lang, wenn du einen kritischen Treffer landest. Okay. Das ist nett. Ja, also der strippt den Gegner komplett und betäubt ihn dann, wenn du krittest. Aber bei dem scheint alles vom Kritten abzuhängen, also den muss man auf 100% Kritrate bauen. Greift mit einer Axt an und senkt den Angriffsbalken, das ist dann der Skill, der verändert wird.
Der zweite und der erste hat, greift mit Hörnern an und provoziert mit einer Chance von 50% eine Runde lang. Der Provozierungseffekt wird garantiert, wenn der Angriff einen kritischen Treffer erzielt. Also, du hast ja hier auf dem 100% Crit-Rate, weil sonst bringen diese beiden Sachen ja auch nichts. Das heißt also, du provozierst den Feind. Also, der dritte Skill klingt erstmal nicht schlecht, ja? Wenn der alle Feinde strippen würde, oder einen Feind strippen und alle betäuben, aber lieber alle strippen und einen betäuben, dann wäre das stark. So ist das... Also, ich sehe es eher... Der könnte tatsächlich ein gutes Monster werden für Belagerungskampf. Ja, für so einen 4-Sterne-Turm. Weil da gute Kombos zu machen, fällt vielen nicht so leicht, weil du kannst halt nur 4-Sterne und 5-Sterne Monster, 4-Sterne und weniger benutzen, keine Nat-5s. Das heißt, du willst in den Nat-5-Türmen möglichst halt viele Nat-5s verwenden, weil du sie im den 4-Sterne-Turm ja eh nicht verwenden kannst und du willst sie ja verbrauchen. Das heißt also, du hast dann viele Nat-4s und Nat-3s und so weiter für die anderen Türme, aber da gute Kombinationen zu finden, ist oft schwer. Und der hier könnte nochmal, eine Nummer sein, sowohl für die Verteidigung, aber eher sogar für den Angriff. Weil man hier, wenn man den schnell macht, kann man halt zum Beispiel eine Wille-Rune strippen. Ich glaube, also der hat halt ein niedriges Base-Tempo, also alles unter 100 ist niedrig, aber ist halt auch nur ein 3-Sterne-Monster. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der für den einen oder anderen Zweck wenn man gegen drei Monster antritt und einer hat meinetwegen Wille-Runen, oder alle drei, aber einen musst du loswerden, dann ist der Rest nicht mehr so schwierig, dann könnte der echt eine große Hilfe sein. Könnte. Aber ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie er auf 6 Sterne aussieht, wie die HP dann sind, weil durch diesen ersten Skill, wo man ja den Gegner provoziert, ja, und auf jeden Fall provoziert, weil man hat 100% Crit-Rate, damit die Skills was bringen, muss der natürlich auch was aushalten, weil wenn er die Gegner dazu bringt, sich anzugreifen, muss er natürlich auch den Angriff standhalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da was basteln kann. Ich weiß halt nicht, wie er auf 6 Sterne aussieht. Kann man aber im Internet nachschauen, was der für Werte hat auf 6 Sterne. Also wenn der neu mehr als 9000 HP hat, könnte man den als HP-basierten schnelles Monster für so einen 4-Sterne-Turm tatsächlich verwenden. Okay, der Wasserminotaurus erholt deine HP um 35%, wenn das von dir angegriffene feindliche Ziel besiegt wird, erholt deine HP um 35%, nachdem du das gegnerische Ziel angegriffen hast. Also das ist natürlich schon ein ordentlicher Buff. Vorher war es so, wenn du einen Gegner besiegst mit diesem Minotaurus, wirst du geheilt. Jetzt ist es so, nur das Angreifen des Gegners heilt dich schon um 35%. Also das ist schon... So ein 35% Selbstheal, einfach nur dafür, dass man angreift, ist nett, ja, ist nett. 35% ist viel. Also wenn du, ja, das ist viel. Minotaurus Wind, Lord von Labyrinthos, hinzugefügter Effekt, gewinnt ein Schild auf sich selbst für eine Runde um den überstiegenen Wiederherstellungsbetrag nach der Wiederherstellung von HP. Okay, gucken wir uns mal noch den Wasser- und Wind Minotaurus an. Hier unten das, upsala, wollte ich jetzt nicht. Ach komm schon. Irgendwie macht mein Handy in letzter Zeit öfters mal Spracherkennung. Ist doch jetzt gut. Hallo. Okay. Gehen wir mal zu diesen Minotauren zurück. Zack. So, dann wollen wir mal den Wasser uns angucken. Wir haben alle diesen HP. Leader, der jetzt immer auf ihr Element bezogen ist. So, zielt mit einer Axt auf den Schwachstelle des Gegners, stört die zwei Runden seine HP-Erholung und erholt selbst 35% HP, wenn du angreifst. Ne? Das ändert sich ja auf, wenn du angreifst.
Okay, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Greif mit deiner Axt an und stell 20% der HP wieder her. Zusätzlich wird deine HP um 25% von der Max-HP des Feindes regeneriert, wenn der Feind durch diesen Angriff stirbt. Also hier haben sie das nicht geändert, hier bleibt es bei diesem Sterben. Und hier haben wir das mit dem Provozieren. Finde ich ehrlich gesagt persönlich jetzt immer noch nicht so krass nützlich. Und der Wind, die Angriffskraft steigt um 50% und 30% des durch Angriffe ausgeteilten Schaden werden geheilt. So, und wenn du halt voll geheilt bist, dann wird die Menge, die du geheilt werden würdest, wenn du nicht voll wärest, noch als Schild oben drauf gepackt. Passiv. Okay, das ist also ein passiver also wie Vampirrune sozusagen. Ne? Okay. Eigentlich ganz nett, ne? Ist quasi eine passive Vampirrune. Und du, wenn du volles Leben hast, ist es halt so, dass es halt dir trotzdem was bringt, weil du dann noch ein Schild oben drauf bekommst. Eigentlich nicht verkehrt. Greif mit einer Axt am Schild 200% der Bewegung her. Okay. Also nochmal Life Leech, zusätzlich zu dem Life Leech. Und das ist dann das Provozieren. Hier finde ich das Provozieren okay, weil der ist darauf ausgelegt, viel auszuhalten und viel sich selbst zu heilen. Und wenn er sich viel selbst heilt und viel aushält, kann er natürlich auch angegriffen werden. Hier finde ich das Provozieren okay. Aber es ist halt der erste Skill und der erste Skill ist halt immer über alle Elemente gleich. Weiß ich nicht. Ist auch wie die anderen auch. Also ehrlich gesagt, der Feuer gefällt mir am besten, weil ich glaube, dass man ihn im Belagerungskampf nutzen kann. Die anderen finde ich, da gibt es einfach Monster, die man haben kann, die ähnliches können, aber besser. Jetzt habe ich es gesagt. Das ist raus. Und damit ist es auch vorbei. Das war's schon. Was heißt schon? Das war echt eine lange Folge. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, wir sind nach 15 Minuten fertig. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Für alle, die durchgehalten haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und für alle, die nicht durchgehalten haben, euch ist ganz eh egal sein. Ihr hört das nämlich jetzt nicht. Bis dann.